Kann man den aufschließen? Kann man. Zack. So, dann blubbert sich einen weg. So, ich glaube, das war's. Da können wir jetzt nach oben. Pistolenmunition. Achso, die wollte ich dir ja geben, die ich mitgenommen habe. Ich kann nicht mehr. Warum kann ich denn? Ich soll mit. Ist mir egal. Ich habe ja zwei Krauts. Brauchst du Schrotgewehrmunition? Die könnte ich. Kann ich die tragen? Nee, kann ich gerade nicht tragen. Ja. Was haben wir denn? Noch mehr Schrotgewehrmunition. Vielleicht kann ich das da. Du kannst eventuell. Komm mal zu mir in meine Richtung. Du kannst ja ein Kraut einsetzen. Du bist ja auf etwa Hälfte. Und dann kann ich dir die Pistolenmunition geben und kann dann selbst die Schrotgewehrmunition nehmen. So, zack. Ich nehme die hier. Kombiniere gleich. Zack. Und schon habe ich wieder ein Plätzchen frei. So, die lag hier vorne irgendwo, ne? Wenn sie noch. Nö. Ne, hast du mitgenommen, ne? Ja. Ich habe die mitgenommen, ja, jetzt hast du die. So, was haben wir hier alles? Da ist gerade irgendein Gegenstand verschwunden. Schade. So. Das Meer-Emblem. Jetzt haben wir ja alle drei. Jo. Können wir ja jetzt den Weg zurück antreten. Also, ich höre doch schon wieder was. Ach, Leute. Wir kommen wieder ein Feuerfuchsi. Und ein Häuptling. Weißt du was, Herr Häuptling? Oh. Du bist mir zu nah hier, Freund. Ich wollte ja eigentlich mal jetzt nochmal mein Dings testen. Ups. Hast du ja, den wollte ich. Den wollte ich testen. Ach, falscher Knopf. Ach, verdammt. Come on. Come on. Gut, dass die Fledermaus mich gerade erwischt hat, sonst hätte mich der Chief weggekloppt. Was haben wir denn hier auf Pistolenmunition umgewandelt? Oh, das ist schon wieder leer. Wo ist der Fliegel? Aua! Oh. Herr Chieftain. Nordwerfer. Voll daneben. Mein Gott. Oh, oh. Das ist doch nicht so schwer, ein Ziel, das gefühlt 2 Meter groß ist, zu treffen. Der lässt immer was Feines liegen. Ja, blaues Mysterium. So, ich glaube, wir können was vertragen. So, mehr das war dann aber, glaube ich. Brauchst du noch Pistolenmunition? Ja, wenn du hast. Jo, natürlich habe ich. Ich habe. Nein! Hier kannst du wieder haben. Oh Mann, ey. Jetzt mal schön Munition hin und her getauscht. Willst du noch irgendwas haben? Ich habe noch Schrotgewehrmunition. Eine Handgranate. Die Schrotgewehrmunition kannst du mir rübergeben. Die Handgranate, wenn du sie nicht verwendest. Klar. Come on. Handgranate? Habe ich keine im Inventar, dann wäre mein Inventar voll. Also eher nicht. Jo. Passt. Gut. Ich laufe hier rum, bewaffnet bis an die Zähne. Mit den unterschiedlichsten Schießeisen. So, ich glaube, der Laserstrahl hat aus. Ja. Für heute? Na, hat er nicht? Hier bin ich aber auch falsch, merke ich gerade. Lauf! Vorne. Lauf! So. Da steht auch keiner, ne? Der das Ding bedient irgendwie. Du schießt einfach so. Konntest du jetzt die... Ich habe die Teile eingesammelt, du kannst sie einsetzen. Sehr schön.
So. Dann gehe ich direkt mal aus dem Weg. Jawohl, hier sind Einsparungen. Ein Schelm, wer da Böses vermutet. Hier ist nochmal eine Einsparung. Aber ich glaube, das ist... Hast du da etwa was Glitzerndes entdeckt? Ja. Ja. Geh doch einen Schritt näher ran. Nee, ich muss in der Einsparung stehen bleiben. So. Öffnen. Ich habe mir die falsche Taste gedrückt, ey. Das sah gerade bei mir so aus, weil die Kamera auf dich dann fixiert, oder auf dich gelenkt hat, sah das so aus, als würde Sheva so die Hand zur Tür hinhalten und machen, sprich mit der Hand. Denn das Gesicht hört dir nicht zu. So, was haben wir hier? Du nimmst deine Stimme auf, oder? Nö. Uah, Spinne! Was? Wo? Auf dem Boden. Auf dem Boden? Ja, ich nehm... Und eine Schlange. Platz. Aus der Schlange ist ein Ei rausgekommen. Schön. Das esse ich auch jetzt gleich. Nom. Ja. Ja, ich glaube, das war's hier im Vorraum. Mhm. Ich denke, ah, da kommt noch eine Spinne gelaufen. Nein, ich möchte nicht mein Gewehr dafür nehmen. Noch ein Ei. Nee, das ist ein Sack Gold. Ach so, das sah aus wie ein Ei gerade. Die Spinne hat einen Sack Gold verloren. Guck mal, das glänzt doch so schön da drin. Warum nehmen wir das hier nicht mit? Echt mal, ach, weil es kein Edelstein ist. Untersuchen. Es ist nur Textur. Oh, Leuchtgedönse. Ach, das sieht nach Schalter- und Schieberätsel aus. Ach, solange keine Gegners kommen. Spiegelrätsel. Kann sie sich noch an Goof Troop erinnern? Mhm. So, also das kommt hier raus, geht in den Spiegel. Tür ist zu. Okay. Geht in den Spiegel, geht in den Spiegel. Den Spiegel und dann hier gegen die Wand. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Spiegel nicht berühren dürfen. Deswegen drehe ich das jetzt erstmal weg. Am besten so. So, jetzt können wir, das ging dann hier rein und geht dann da drauf. Geht dann hier rein und dann müssen wir den hier drehen. Und zwar so rum. Ups, ach, muss man da... Du warst noch gar nicht fertig, Mädchen, okay. So, fertig? Okay. Was haben wir eigentlich hier bei den Treppen? Ich gehe derweil mal wieder hier zu dem Teil hier zurück. Hier ist nix. Und bleib mal da oben stehen am besten. Oh, man kann sich das angucken. Yay! Mega Rätsel! So, nu? Jetzt brennt das. Schön. Ach, das ist ein Aufzug. Ach so. Ja, ich komme mal vorbei, ne? Ja, was ist das? Nach unten. Ja, hier sind noch mehr Rätsel. Toll. So, dann wollen wir doch mal erstmal die Lage checken. Also hier sollen wir reinschießen. Das heißt, die Säule da ist im Weg. Kann ich die umstoßen? Bam! Nein, nicht springen! Mann, das konnte man sich auch eben von hier oben so schön angucken. So, dann heißt, dann lenkt das den Spiegel um. Oh! Zu dem Spiegel. Das heißt, wir müssen den hier drehen. Zack. Dann geht's auf den Spiegel, der leuchtet auf den Spiegel, den müssen wir demnach auch drehen. Du sollst den richtig rumdrehen. Was ist mit der Säule? Kann man die kaputt machen? Die kann man kaputt machen, ja. Okay. Ich demonstriere. Umstoßen. Oh! Ich habe das Rätsel schon gelöst, was meinst du, was ich hier mache? Ich guck mir das immer so schön von oben an und denk mir dann erstmal, ja, da könnte man da lagen und du bist da schon am Machen und Tun.
Ja, ich habe ja schon gesagt, das muss man dann so drehen und das schießt dann dahin. Willst du das letzte Mal machen? Soll ich manchmal zurückhalten? Nö, mach du mal. Das dauert bei mir zu lang. So, dann will ich erstmal laden. Erstmal Kiste holen. Hier ist eine Tür, die man irgendwie öffnen kann, muss. Da an die Kiste kommen wir nicht ran. Aber da kommen wir zumindest mal hin. Das gefällt mir nicht. Ja, ich wusste warum. Irgendwo sind wir hin. Ja, mach nur. Ich denke, ich habe die unter Kontrolle. Geh super. Ah, danke schön. Aber so. Ich dachte, hier wären ganz viele Eier drin. Das sind Totenköpfe. Das haben wir geschafft. Hier ist ja ansonsten nix. Warum ist hier nix? Du hast mal wieder nach oben geguckt, ne? War ja klar. Hans, guck in die Luft. So, jetzt gucken wir doch mal an. Also. Also es muss hier auf den Schädel, schätze ich mal, hier vorne. Schätze ich mal. Oder muss es... Heißt, den Spiegel hier müssen wir mal drehen, auf jeden Fall. Den da drüben, wo es jetzt gerade drauf schießt, den möchte ich noch nicht drehen, sonst grillen wir uns gegenseitig, glaube ich. Den hier müssen wir dann auch drehen. So, das heißt, der schießt hier hin, der schießt dahin, der schießt dann... Jetzt müssen wir ganz da hinten den Spiegel drehen. Da, wo ich bin? Mal hier hin. Ja, genau. Den musst du jetzt einmal drehen. Damit ich auch mal was mache. Jetzt gehen Türen auf. Und da liegt Zeug. Aber die an die Truhe sind wir jetzt trotzdem nicht gekommen. Nö. Dann gehe ich mal hier in den Raum. In der Hoffnung, dass da keine Spinnen kommen. Könnt ihr auch ganz schnell rein. Das Ding holen. Hihi. Und wieder weg. So, und da ging noch ist noch eine zweite Tür aufgegangen. Ja, ich bin gerade in einer drin. Hier sind ganz, ganz viele Dinger. Dinger? Können Schlangen mehrmals einen angreifen oder nur einmal? Weiß ich nicht. Ein Ei. Du hättest auch mich... Eine Nase mich schießen. Du hättest auch mich schießen lassen können. Nein. Ich hab, statt hier Ratatata zu machen. So, jetzt liegt hier noch Gold und ich kann es nicht mitnehmen. Toll. Kann ich denn hier... Kann ich das Ei denn... Nee, ich kann es nur geben oder essen. Ich gebe dir mal das Ei. Kannst du ja essen. Thank you. Ja, piu. Aua. Ich hab doch gehaut. Sprengewehrmunition. Gold. Ich nehme mal hier das Ding, ne? Ja, nehmen wir den Götzen mit. Ist ja nicht passiert. Ein braunes. Mal alle Masken hier wegschießen. Gut. An die Kiste sind wir jetzt trotzdem noch nicht dran gekommen. Alter, wie viel das Ei wieder gibt. Ein tolles Ei. Ja. So, ich will jetzt trotzdem gerne mal an die Kiste. Alter, das ist eine Schlange. Korrigier mich. Schlangen. Komm, guck mal denn jetzt da nochmal in die Mitte rein. Was ist denn, wenn ich den wieder. Gehen die Türen dann wieder zu, wenn ich hier drin rumspiele? Weiß ich nicht, aber du könntest mal kurz warten, bis ich die Eier eingesammelt habe. Dann. Na, kann ich nicht. Dann gehe ich mal kurz aus dem Weg irgendwie. So, ich denke, hier bin ich noch am sichersten. Dann kannst du mal irgendwas drehen, mal gucken, was passiert. Und ich verbrenne. Warum bist du denn instant tot, Alter? Ja, anscheinend. Das ist ja voll dumm. Ja, dann müssen wir das jetzt nochmal machen. Tja. Das ist blöd gelaufen. Das war aber auch nur, weil du nicht richtig gedreht hast, so. Warum habe ich nicht richtig gedreht? Ich habe nach links gezeigt. Du hast zu früh losgelassen. Und dann denkt er sich, oh, das war ein Fehler, was ich da mache. Muss ich rückgängig machen. Nee, wenn, dann war das zu spät. Weil ich habe überdreht.